die Lebensrisiken, die dürfen nicht privatisiert werden, sondern muss Solidarität herrschen, insbesondere zwischen denen, die gesund sind und denen, die krank sind oder denen, die pflegebedürftig werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir keine Gesundheitsreform bekommen, die diejenigen besser stellt, die am meisten haben und diejenigen, die am wenigsten haben, großen Risiken aussetzt. Wenn ich Vorkasse mache, wenn ich die Beiträge so gestalte, dass die mit den höheren Einkommen besser dran sind, dann ist das nicht solidarisch. Und gerade in der Gesundheit ist Solidarität extrem wichtig. Krank werden kann jeder. Und es darf nicht so sein, wer reich ist, ist gesund und wer arm ist, ist krank oder umgekehrt, wer krank ist, wird arm. Und deswegen sind wir für die Bürgerversicherung.